Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Donnerstag, dem 11. Juni. Wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen haben wird, auch aufgrund der Reaktion der ozeanischen Währungspaare gab es hier am gestrigen Abend einen Event. Einen Event, der so überraschend nicht erwartet worden ist, denn die neuseeländische Notenbank, die RBNZ, senkte überraschend den Leitzins. Und zwar von 3,5 auf 3,25. Und das war so nicht erwartet worden. Und wir sehen hier die entsprechende Stundenkerze. Und die Reaktion dessen ist dann wohl sehr eindeutig. Also hier enttäuschend für den Neuseeland-Dollar. Und dies, obwohl eigentlich ja hier eine theoretische Anhebung, beziehungsweise vielmehr eine schon seit längerem erfolgte Anhebung ja stattfand. Und das sehen wir hier, wenn wir uns mal hier die Leitzinsbewegungen des Währungspaares seit dem Jahr 2009, 2010 anschauen. Wir sehen, wir kamen von 2,5, sind auf 3, 2,5. Unsicherheit, Unsicherheit. Das lief über lange Zeit so, dass wir im Bereich 2,5% geblieben sind. Und dann hier im Jahr 2014 gab es beinahe schon monatliche sukzessive Steigerungen und dann entsprechend kein Wechsel. Und jetzt hier im Juni dann schwuppdiwupps mit der Senkung. Und das war dann doch schon eine Überraschung, die hier die neuseeländische Notenbank auffuhr. Im Zuge dessen, dass er hier grundsätzlich eigentlich hier immer wieder das Momentum aus dem Paar rausgenommen werden wurde. Aber es scheint doch so, als wäre die ab jüngste Abwertung hier ein Stück weit zu scharf gewesen. Schauen wir mal hier ganz kurz den Wochenchart zum Währungspaar an. Wir sehen hier eine deutliche Schwäche. Man könnte fast meinen, die Marktteilnehmer haben das schon länger erwartet. Gerade gegenüber dem australischen Dollar, der Neuseeland-Dollar hier schwach unterwegs und hier auch mit einem neuen, ja, Tiefststand mit einem neuen Mehrjahrestief in der letzten Woche, insbesondere auch hier mit dem Unterschreiten des Niveaus, und das sprechen wir hier vom März 2011, als hier praktisch dieses Level gerissen wurde. Und das ist natürlich eine Situation, die sich auch in der laufenden Handelswoche fortsetzte und hier die jüngsten Erholungsimpulse im Sinne dessen, dass wir hier ja bei Australien da entsprechend positive Impulse gesehen haben, auch die Daten da entsprechend aus China hier kurzfristig beflügelten, sehen wir jetzt hier in der aktuellen Handelswoche einen starken Abverkauf, einen starken Rückgang und das Ganze eben hier kombiniert mit einem neuen Mehrjahrestief. Und es sieht so aus, und dann müssen wir uns das große Bild einfach nochmal in die Erinnerung rufen. Es sieht so aus, als wäre rein technisch hier das Potenzial bis 0,65 gegeben. Großes Aber jetzt an dieser Stelle, denn wir wissen, dass auch die US-amerikanische Notenbank ja hier am Zinsflügel, an der Zinsschraube drehen will. Natürlich nicht nach unten, sondern vielmehr nach oben. Und wenn das natürlich passiert, dann muss man davon ausgehen, dass natürlich, wenn die neuseeländische Notenbank hier die Politik der Zinssenkung nun wieder forcieren sollte, ja, und man hat hier immer eine gewisse Abfolge von gewissen Zyklen gesehen, dann wäre es sicherlich so, dass man dann auch hier eine weitere Abwärtsbewegung einkalkulieren müsste, die dann tatsächlich noch mehr als 500 Pips nach unten führen dürfte. Allerdings, wie gesagt, es gibt ja ein gewisses technisches Erholungspotenzial für den Fall, dass die US-amerikanische Notenbank ihre Zinsen nun doch nicht senkt, aber die, ja, Annahme, dass dies im Herbst diesen Jahres, gegebenenfalls auch im September schon passieren wird, verdichten sich ja mehr und mehr. Und wenn es so kommt, dann ist sicherlich davon auszugehen, dass dieser Abwertungsprozess hier beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, auch Kiwi genannt in Händlerkreisen, hier sich weiter fortsetzt. Doch wie sieht es nun heute für den aktuellen Handelsverlauf aus, für den aktuellen Handelstag? Wir haben hier natürlich schon gestern einen starken Rücklauf gesehen. Das setzte sich auch während des heutigen Handels ein Stück weiter fort. Wir haben aktuell 64 Pips Abwärtsbewegung erlebt, Abwärtsbewegung gesehen. Und rein technisch hat das Potenzial oder das Währungspaar hier noch Potenzial, das Doppelte abzulegen, abzusolvieren. Denn im Schnitt bewegt sich das bei 120, 130 Pips am Tag. Also wäre hier durchaus noch eine Etage tiefer nach unten möglich. Also in jedem Falle, wenn es das oder zur Aufgabe des Support-Levels um 0,6980 kommen sollte, dann müsste man davon ausgehen, dass das Paar hier rein tendenziell weiter in Richtung 0,69 abdriftet und sozusagen die Abwärtsbewegung weiter fortsetzt. Aufgrund des neuen Mehrjahrestiefs sucht man hier vergeblich Unterstützungszonen. Die sind fern jeglicher Tendenz und insofern muss man sich hier gewissen Projektionen bedienen oder aber auch gewissen Trendkanälen sozusagen, die man auch hier hervorragend in den Chart bringen kann. Und dann sieht man hier eine klar strukturierte Abwärtstrend-Kanal-Tendenz. Die untere Trendlinie kann man ein Stück weit spielen,
Aber rein technisch würde dies hier auf Tagesbasis zumindest mal den Weg symbolisieren in Richtung 0,65, 0,66, wenn es hier zu keiner Erholung kommt. Einen kurzfristigen Widerstandsbereich, und das wäre eigentlich auch das Level, was überwunden werden müsste, bevor das Währungspaar hier wirklich wieder bullische Züge auffahren kann, wäre, Moment, ich gehe noch ein Stück tiefer, wäre ein Ausbruch über das Niveau von 0,72. Das ist jetzt hier das naheliegendste Widerstandslevel, was es erstmal gilt zu überwinden. Und solange das Währungspaar unter 0,72 bleibt, ist hier eine weiterfallende Tendenz zu präferieren. Das ist genau die Kernaussage. Insofern die Abwertung auch gestützt durch die gestrige Leitzinssenkung hier praktisch weiter manifestiert. Erholungsimpulse in Richtung 0,71, Richtung 0,72, soweit dürfte es gar nicht reichen, wären dann praktisch gesehen Short-Einladungen, um auf dem Weg nach Süden weiter teilzunehmen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Blick auf die Devisenpaare, auf den Neuseeländer gegenüber dem US-Dollar im Speziellen. Die Yen-Pair sehen wir heute hier ein Stück weit erholt. Ob das nachhaltig ist, großes Fragezeichen. Dazu gibt es später noch mehr. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Bis dahin, Ihr Christian Kimmerer und tschüss.